Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Liebe Mitglieder, ich freue mich, euch heute schon hier aus dem ICC in Dresden am Elbufer begrüßen zu dürfen. Wir bereiten gerade die erste Mitgliederversammlung seit 2019 in Präsenz vor. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, euch alle hier begrüßen zu dürfen, dass wir uns endlich einmal persönlich kennenlernen, hier beim wirklich höchsten Organ unserer Sportgemeinschaft. Einerseits geht es am Samstag in der außerordentlichen Mitgliederversammlung um die Beteiligung an der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH. In der ordentlichen Mitgliederversammlung, die im Anschluss stattfindet, sind viele, viele Themen auf der Agenda, die sehr, sehr wichtig sind für unseren Verein. Ja, zum einen geht es um die zum Teil seit 2 Jahren aufgeschobenen Ehrungen zum 25-jährigen Vereinsjubiläum, das heißt der 25-jährigen Mitgliedschaft unserer Mitglieder. Über 100 sind das insgesamt. Darüber hinaus sollen Christoph Franke und Wolfgang Lessing zum Ehrenmitglied gewählt werden und Gerd Heidler zum weiteren Ehrenspielführer. Weitere Themen auf der ordentlichen Mitgliederversammlung sind natürlich die Berichte der Gremien auf der einen Seite. Darüber hinaus natürlich der Bericht der Geschäftsführung, der sich in diesem Jahr maßgeblich darauf konzentrieren wird, einmal zu sagen, wo stehen wir eigentlich wirtschaftlich auf der einen Seite, und darüber hinaus natürlich der sportliche Rückblick und der Ausblick. Und gerade beim Ausblick ist es uns wichtig, dass eben auch die dann aktuelle Mannschaft anwesend sein wird und Markus Anfanger als neuer Cheftrainer sich auch persönlich bei den Mitgliedern vorstellen wird. Es sind wichtige Satzungsänderungsanträge, um die es auf der ordentlichen MV geht. Unter anderem zum SGD-Preis. Und hier gibt es schon 44 Wortmeldungen, Mitglieder, die dazu Stellung nehmen möchten zu der geplanten Änderung. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und es liegt uns auch sehr am Herzen. Ein zweiter wichtiger Antrag bezieht sich auf die Vereinskleidung und das Merchandising. Hier geht es einerseits um Identität, um das Herzstück Dynamo Dresdens, unsere DNA, unser Wappen und die Vereinsfarben. Auf der anderen Seite entstehen aus diesem Antrag viele, viele Probleme im täglichen Geschäft, was wir haben, und am Ende auch ein wirtschaftlicher Kollateralschaden. Und darüber müssen wir sprechen, darüber müssen wir diskutieren, wir unsererseits natürlich aufklären und dann gemeinsam die richtige Entscheidung finden, die gut für Dynamo Dresden ist. Dixi hat wie kein anderer Spieler und später auch als Funktionär die Entwicklung Dynamo Dresdens beeinflusst oder geprägt. Und wir haben uns Gedanken gemacht in den letzten Monaten, die nicht einfach waren. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Es gibt so viele Ideen zu seiner Ehrung, völlig unterschiedliche Ansätze. Und wir haben einen gefunden, von dem wir glauben, dass das wert ist, dass wir ihn euch vorstellen, dass wir eure Meinung einholen, dass wir gemeinsam darüber diskutieren und am Ende entscheiden, ob das der richtige Weg ist für Dynamo Dresden und für Dixi. Dynamo Dresden ist ein traditioneller Mitgliederverein und da ist es sehr wichtig, jede Stimme zählt, und von daher kommt bitte zur Mitgliederversammlung, egal ob ihr schon angemeldet seid oder nicht, bringt euren Mitgliedsausweis mit, einen Lichtbildausweis zur Identifikation, und dann freuen wir uns, dass wir hier in reger Diskussionskultur uns austauschen und am Ende die richtigen Entscheidungen für Dynamo Dresden treffen.